Hallo, ihr werten Leute, und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Es geht heute mal um etwas Spezielles, und zwar um mein erstes Video, welches genau heute vor einem Jahr erschienen ist. Das Video ging über dieses kleine Set hier, nämlich das Seasonal Set Halloween 2015. Aber das war nicht der einzige Grund, dieses Video zu machen. Zuallererst möchte ich euch erst einmal für 100 Abonnenten danken. Sowas passiert auch nicht jeden Tag, und daher freut mich das riesig, dass ihr mir hier so viel Interesse zeigt, und ja, da wollte ich einfach mal Danke sagen. Zweitens haben wir mittlerweile die 11.000 Views-Marke erreicht. Das ist für mich persönlich auch ein mega Meilenstein, und dafür auch an euch wieder ein riesiges Dankeschön. So, und nun eben noch ein Jahr dieser Kanal. Deswegen heute auch dieses Video. Es ist tatsächlich eins meiner ersten Mocks und auch das erste, was ich öffentlich zeige. Deswegen hoffe ich von eurer Seite auch auf Kritik oder Anmerkungen und ja, was ich halt nächstes Mal noch besser machen könnte. Nun aber zum Mock. Das Ganze ist Halloween-basiert, und ich habe mich da einfach mal an das Set aus meinem ersten Video gehalten, wie das Ganze so ungefähr aussehen soll. Also packen wir das Set doch einmal beiseite und sehen uns dieses kleine Bauwerk etwas genauer an. Ein paar Infos: Das Mock steht auf einer 16x32 Grundplatte, und ich habe ca. 4 bis 5 Stunden dran gebaut. Es zeigt eigentlich nicht mal was Besonderes, sondern nur ein Haus, welches extra für Halloween so hergemacht wurde, dass es aussieht, als wären hier Geister im Spiel. Oder spukt es hier vielleicht wirklich? Naja, Spaß beiseite. Ein paar Wörtchen zum Set: Wie ihr hier schon seht, kann man den Baum aus dem Originalset mit einbauen, um dem Ganzen noch einen cooleren Look zu geben. Das Haus ist zwar nicht besonders groß, dafür aber vor allem auf der Rückseite halt sehr detailreich. Und dazu gibt es halt noch einen Vorgarten mit Sträuchern und allem, was so ein Halloween-Vorgarten halt so braucht. Nun aber die Frage: Wieso diese zugemauerte Eingangssektion und keine richtige Tür? Nun, das ist ganz einfach. Diesen Eingang kann man nämlich herausnehmen. Und wenn man sich jetzt das Original noch einmal anschaut, kann man sehen, dass ich die gleichen Maße auch in meinem rausnehmbaren Eingangsbereich verwendet habe, was darauf schließen lässt, dass das Ganze natürlich kein Zufall ist. Das Set kann man nämlich in den nun freien Platz im Boden stecken, und nun hat das Haus auch eine Tür. Jetzt finde ich, hat es auch das gewisse Etwas, dieses Halloween-Feeling, und vor allem, man kann es als richtiges Haus erkennen. Hinten gibt es jetzt einen gewissen größeren Türbereich mit zwei Kürbissen, die ich ja eben schon mal gezeigt habe. Doch auch vorne gibt es noch eine weitere Funktion, die man normal gar nicht mal so sieht. Wenn man nämlich diesen Baum hier zur Seite schiebt, tut sich erstmal gar nichts. Werfen wir aber nun einen Blick auf die andere Seite, können wir erstmal ein Grab erkennen. Und was mit dem passiert? Nun, es schiebt sich zur Seite und man sieht ein paar Knochen herumliegen. Ein wenig makaber vielleicht, dennoch finde ich das persönlich irgendwie ganz lustig. So, das war's jetzt auf jeden Fall erstmal zu meinem Mock. Schreibt mir doch erstmal gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, und gebt mir auch gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr findet, ich sollte noch öfter mal sowas bauen. Bitte auch immer gerne Verbesserungsvorschläge, bin immer für sowas zu haben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao!